Bei der Digitec Galaxus AG werden täglich Tausende von Päckchen auf die Reise geschickt. Vieles läuft vollautomatisch und doch arbeiten auch noch sehr viele Menschen da, die stolpern oder stürzen können. Wir haben festgestellt, dass wir einen relativ hohen Anteil an Stolperunfällen bei uns haben. Eine Zahl so 50%, die wir bei den Auswertungen hatten. Das hat uns veranlasst, so einen Stolperparkour, denn wie man dann nachher sieht, da für alle Mitarbeitenden Standort Wohlen und Dintiken zu organisieren. Wir haben dann gesehen, sie sind teilweise die Unachtsamkeit, wenn man aufs Handy schaut, wenn man das Handy im Ohr hat, abgelenkte Sachen schnell vom Arbeitsplatz weggehen, dann sind sie halt über Paletten gestolpert oder irgendein Kabel, die am Boden rumgelegen sind. Also die typische Sache, wie es auch daheim ist, haben wir das hier auch da. Die natürlich die Stegen runtergeflogen sind, die sind länger ausgefallen. Die haben zum Teil dann Bänderzerrungen gehabt, Schulterverletzungen. In der Regel jetzt bei uns im Betrieb, dann schlagen sie den Kopf an, die Nase angeschlagen, bei den Zähne eingeschlagen. Das sind halt Handgelenke, sind so, wenn sie dann auf die Handgelenke fallen. Aber es sind halt doch mehrere Tage Ausfälle dann gewesen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie der Unfall hergegangen war und von wo zum Beispiel sie geflogen sind oder ob sie einfach über etwas drüber gestolpert sind. Dann kann das natürlich von ganz leichten Verletzungen bis zu schweren sein. Von dem her kann es jenste Verletzungsmuster haben. Aber was wir jetzt hier auch gemerkt haben, in Zusammenarbeit oder im Austausch mit der Digitec, dass es oftmals einfach alltags Umfälle sind, die die Ersthelfer für manchmal anstehen. Wir trainieren in den Kurs häufig die ganz schweren Sachen oder die schweren Unfallmassnahmen, aber dass sie dann manchmal bei den ganz einfachen Handlungen überfordert sind und dass das so wichtig ist, dass man auch dort einfach effizient kann erste Hilfe leisten kann, weil das unter Umständen nachher den ganzen Heilungsprozess dort beeinflussen. Und das ist auch das, was wir mitnehmen wollen, anhand von Fallbeispielen, von verschiedenen Workshops mit sogenannten Alltagsunfällen oder Notfällen umzugehen. Vom Stolperparkour erhofft sich Martin Rentsch jetzt doch jede Menge. Ja, also unsere ganze Hoffnung da ist, dass Mitarbeiter jetzt sensibilisiert werden, sie auch sehen, wenn etwas am Boden rumliegt, dass man sich eben vielleicht dann bücken tut. Oder wir erinnern sie daran, erinnern, wenn es mit dieser Sache nicht Schlag kommen, dass sie zu der Führungskraft gehen oder zum Teamleiter und sagen, da haben wir irgendein Problem, unsichere Sachen im Arbeitsplatz. Und wir hoffen also massiv Reduktion von diesen Stolperunfällen, die wir jetzt hier haben. Nicht nur hoffen, wir sehen, dass es retour geht, sonst würden wir die ganze Kampagne nicht machen. Also es ist nicht nur eine Hoffnung, sondern dass das funktioniert wirklich. Ich finde es genial, dass Digitec erkannt hat, wo jetzt das Problem liegt. Dass sie haben versucht zu eruieren, was sind die häufigsten Notfälle, wo schießt sie die Höhe, wo haben sie Unsicherheit und jetzt gezielt präventiv arbeiten und aber eben nachher auch neben der normalen Betriebssanitäterausbildung jetzt auch die Möglichkeit bekommen, für gezielt individual Notfallkurs anzubieten, jetzt eben in Form von diesen Notfallworkshops, die sie mit uns machen. Mehr zu dem Thema erfahren Sie unter safety-security.ch.